Hallo und herzlich willkommen. Vor mir steht hier eine Blattschneiderameisenanlage. Ja, hier sieht man auch die Ameisen, die hier die ganzen Blätter abtransportieren. Und das Tolle oder das Besondere an dieser Anlage ist, dass die Tiere hier frei, ohne optische Einschränkung zu beobachten sind. Ja, und wie man so eine Anlage aufbaut, was dabei alles zu beachten ist, das werdet ihr im folgenden Video sehen. Vorteil solcher Bauweisen ist es, die Tiere auf Augenhöhe zu beobachten. Ja, also ohne, dass man durch eine Glasscheibe von den Tieren getrennt wird. Zudem sorgt diese offene Form für eine gute Belüftung der Zugänge zur Arena. Was ist beim Aufbau zu beachten? Als Laufweg kann man am besten Seile ab 10 mm Durchmesser verwenden. Wir haben hier ein Seil mit 20 mm Durchmesser verwendet. Aber auch künstliche oder echte Lianen sind möglich, genauso wie Bambus oder andere Äste. Eine ähnliche Bauweise aus Lianen könnt ihr euch auch im Video mit Stefan aus Potsdam anschauen. Diese Laufwege müssen an einer festen und sehr glatten Schnur oder einem Draht befestigt sein. Glatt zu einem, damit die Tiere nicht über die Schnur oder den Draht entweichen können, und fest, damit die Tiere die Schnur nicht zerschneiden bzw. zerbeißen können. Vorbeugend sollte man diese Schnur oder den Draht auch noch mit einem Ausbruchschutz wie Öl oder Lack beschichten. Als Ausgangspunkt der Laufstrecke kann entweder eine offene Arena mit Rahmen, so wie in unserem Aufbau hier verwendet werden, oder wenn ihr einen seitlichen Ausgang einer Arena dafür nutzen möchtet, dann zum Beispiel über einen Trichter, dessen Innenseite ebenfalls mit einem Ausbruchschutz versehen wird. Aber auch ein Schlauch, der einfach in und dann wieder aus einem Wassergraben herauskommt, kann als ein solcher Ausgang zu einer freien Ameisenlaufstrecke genutzt werden. Letztendlich geht es dabei ja nur darum, dass die Tiere aus diesem geschlossenen System bei dem Übergang zur freien Laufstrecke nicht entweichen können. Es ist dazu zu sagen, dass eine solche Konstruktion nie verhindert, dass vereinzelt Arbeiterinnen auch mal herunterfallen, ja, und dann entweichen könnten. Das passiert aber zum Glück sehr selten und stellt normalerweise kein Problem dar. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Ideenanregung etwas inspirieren. Ja, und wenn euch das gefallen hat mit dieser Ameisenlaufstrecke, so zögert nicht, uns zu kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuschauen.